Heute bin ich in T wie Trebitz und spreche zum Thema Tourismuspolitik. Als Bundestagsabgeordneter möchte ich mich dafür einsetzen, dass dem Tourismus mehr Gewicht eingeräumt wird. Die Tourismuswirtschaft ist insbesondere in den 5 neuen Bundesländern ein gehöriger Wirtschaftsfaktor. Für unsere Region bedeutet das nicht nur für den Elbradweg, für das Reformationsjubiläum 2017 oder für das Bauhausjubiläum 2019 eine große Chance, nationale und internationale Touristen in unsere Region zu bekommen. Die Tourismuswirtschaft oder die Tourismusvermarktung liegt jetzt aktuell bei den Bundesländern. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir eine verstärkte bundesweite Marketingstrategie entwickeln. Die Deutsche Zentrale für Tourismus sollte verstärkt in die Lage versetzt werden, Besonderheiten im Tourismus zu fördern und international zu vermarkten. Darüber hinaus ist es wichtig, die Vernetzung zwischen den Bundesländern hinzubekommen. Dem Touristen ist es egal, wenn er auf Luthers Spuren wandelt, ob er sich in Sachsen-Anhalt, Thüringen oder in Sachsen befindet. Hier eine gemeinsame und bessere Strategie zu entwickeln, ist gut nicht nur für unser Bundesland oder für unsere Region, sondern für Gesamtdeutschland. Dafür möchte ich mich einsetzen. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiter durch unseren Wahlkreis und meinen Themen.